Chat heute lernen wir die vielleicht populärste Eröffnung auf Anfängerniveau neben dem Vier-Sprenger-Spiel, was wir gestern gelernt haben, nämlich die sogenannte italienische Eröffnung. Weiß beginnt mit dem Zug Bauer nach E4, Bauer in die Mitte, der populärste Zug, gefolgt von Bauer nach D4. Schwarz spielt ebenfalls den populärsten Zug, kontert mit seinem eigenen Bauern in die Mitte, kontrolliert damit das Zentrum aus denselben Gründen wie weißes Bauer E4 ein guter Zug ist, auch Bauer E5 ein guter Zug. Weiß spielt Springer nach F3, greift diesen Bauern an, kontrolliert dieses Zentrumsfeld. Und Schwarz entscheidet sich auch hier für den populärsten Zug, nämlich mit Hilfe von Springer nach C6 den Bauern zu verteidigen und diese Zentrumsfelder zu verteidigen. Die Hauptalternative ist russisch Springer nach F6, was den Bauern nicht verteidigt, dafür zum Gegenangriff gegen diesen Bauern übergeht. Das werden wir uns in einem späteren Video nochmal genauer anschauen. Aber heute gucken wir uns italienisch an. Der Springer geht nach C6 und Weiß spielt nicht den Zug Springer nach C3, den wir ja sehr, sehr häufig bei Streamer-Turnieren sehen, in dieser oder jener Reihenfolge, weil die Leute gelernt haben, man soll erst die Springer rausbringen, sondern Weiß spielt einen besseren Zug in dieser Situation, nämlich zieht erst den Läufer raus. Der Grund dafür ist, dass das besser ist, dass der Springer auf C3 nicht so viel leistet. Im Moment haben wir gestern mehr im Detail besprochen. Und es wichtiger ist für Weiß, schnell diesen Läufer rauszubringen, damit die kurze Rochade vorzubereiten, was den König in Sicherheit bringt, den Turm aktiviert und dann den Kampf ums Zentrum in verschiedenen Formen aufnehmen zu können. Eine dieser Formen könnte sein, Bauer nach C3 und Bauer nach D4 zu spielen, wofür der Springer auf C3 nicht sehr hilfreich ist. Also Springer nach C3 ist ein bisschen vorschnell, so aus Sicht von Kampf um die Mitte und Kampf um Eröffnungsvorteil im Schach. Deshalb nicht der allerkritischste Zug. Das sind in der Tat Läufer nach C4 italienisch oder Läufer nach B5 spanisch, was wir uns mit Sicherheit auch in späteren Videos nochmal genauer anschauen müssen. Läufer B5 auch sehr, sehr logisch. Behält diesen Springer im Blick, macht damit indirekt Druck auf den Bauern und bereitet ebenso vor, kurz zu rochieren. Dann, wenn möglich, das Zentrum zu besetzen. Also Läufer nach C4. Dieser Zug kennzeichnet die italienische Eröffnung. Alles, was jetzt hier nach passiert, ist unter dem Markennamen italienisch. Es gibt tausend verschiedene Verzweigungen und Varianten, die ihren eigenen Namen haben. Gioco Piano, Gioco Pianissimo, Two Knights Defense, Max Lange Angriff, Evans Gambit, dies, das, jenes. Aber alles, was hier nach Läufer C4 folgt, fungiert unter italienisch. Nur zur Orientierung. Schwarz hat zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Chat, das wisst ihr. Was sind hier die beiden schwarzen Hauptmöglichkeiten? Und warum? Ja, erstmal was. Läufer nach C5 und Springer nach F6 ist korrekt. Und hier gibt es kein besser und kein schlechter. Beide Züge haben Vor- und Nachteile und können häufig auch zu denselben Stellungen führen, was ein bisschen verwirrend ist. Also müssen wir hier ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Das sind beides logische Züge. Läufer nach C5 ist ähnlich wie der weiße Zug, bereitet die kurze Rochade vor mit Hilfe von Springer F6 und kurze Rochade, bringt den Läufer raus und behält diesen Bauern auf F2 schon mal im Blick. Springer F6 leistet Ähnliches, bringt den Springer raus, bereitet damit ebenso die kurze Rochade vor, Läufer würde rausgehen, gefolgt von kurzer Rochade und der Springer greift diesen Bauern auf E4 an. Beide Züge sind, ich würde sagen, gleichwertig. Es ist eher eine Frage von, was man vermeiden möchte und was man zulassen möchte, welchen Zug von den beiden man spielt. Aber ich würde ja nie jemand vorwerfen, oh, der hat Läufer C5 gespielt oder oh, der hat Springer F6 gespielt in dieser Stellung.
Bevor wir zu den Unterschieden kommen, vielleicht noch kurz zu Alternativen hier. Alle anderen Züge sind relativ deutlich schlechter. Also, ich weiß nicht, was für Züge man hier noch denken könnte. Bau nach H6 sehe ich manchmal mit dem sehr spezifischen Grund, dazu werden wir später noch kommen, aber dieses Feld kontrollieren zu wollen, um dann den Springer rauszuziehen. Die Logik macht Sinn, aber es kostet zu viel Zeit. Und jetzt kann Weiß schon anfangen, zum Beispiel das Zentrum zu öffnen mit Bau nach D4. Also eine Situation zu schaffen, wo Bau nach H6 jetzt nicht viel Sinn macht. Und nach D4 schlägt, entweder kurz auch Rad oder Springer schlägt D4. Bringt dieser Bauernzug herzlich wenig und Weiß hätte Vorteil. Grundsätzlich kann man sich mit Schwarz meistens nicht leisten, so Randbauernzüge. Gibt auch da natürlich Ausnahmen. Aber so Tempi zu verschwenden in der Öffnung, anstatt Figuren rauszubringen. Läufer nach E7, lese ich noch im Chat, wird häufiger erwähnt. Das ist ein bisschen logischer. Es bereitet auch hier wieder die kurze Rochade vor mit Springer 6 und kurze Rochade. Ist aber auch zu passiv. Der Läufer wusste noch nicht genau, ob E7 so sein Feld ist. Und wenn Weiß auch hier wieder gleich die Mitte öffnet mit Bau nach D4, dann ist das eine ungünstige Situation für Schwarz. Zum Beispiel, der Bauer wird geschlagen, der Springer schlägt zurück, ist ja verteidigt von der Dame. Jetzt zieht Schwarz den Springer raus und Weiß zieht seinen Springer raus. Nun machen wir das, wo die Lage im Zentrum geklärt ist, um diesen Bauern zu verteidigen. Beide Seiten rochieren. Und es sieht nicht so schlimm aus. Schwarz hat auch nicht so viel falsch gemacht. Hier hat die Entwicklung vollendet. Aber er steht schlechter, weil Weiß die Zentrumskontrolle mehr hat als Schwarz mit diesem Bauern auf E4. Und der Läufer auf E7 halt sehr, sehr passiv steht. Also der wäre lieber auf C5 oder B4 gelandet in solchen Varianten, um irgendwie am Kampf ums Zentrum teilhaben zu können. Entweder indem er das Feld angreift oder indem er den Springer hier kontrolliert. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an das schottische Vier-Springer-Spiel von gestern. Nur kurz zum Vergleich, wo diese Variante wir besprochen haben. Und da geht der Läufer niemals freiwillig nach E7, sondern da geht er halt gleich raus hier nach B4, um zu fesseln und Druck zu machen. Deshalb ist Läufer nach E7 kein grober Fehler, aber ein bisschen vorschnell in unserer Situation. Insbesondere solange Weiß noch den Bauern nach D4 spielen kann, sollte man den Läufer nicht anfassen. Andere Züge, die einem in den Sinn kommen könnten, wären vielleicht Bauer nach D6. Auch das relativ logischer Zug, stabilisiert das Zentrum, aber ist nicht Priorität Nummer 1. Priorität Nummer 1 war halt, die Figuren rauszukriegen und kurze Rochade vorzubereiten. Bauer nach D6 hat wieder ein bisschen das Problem, wenn Weiß jetzt mit Bauer nach D4 ankäme oder auch im nächsten Zug nach kurzer Rochade, dass Schwarz nicht bereit ist, wirklich ums Zentrum zu kämpfen. Nach Bauer nach D4 als Beispiel. Schlägt, Springer schlägt. Haben wir unseren Läufer wieder eingemauert, er kann nicht raus. Nach Springer F6, Springer C3 haben wir eine ganz ähnliche Situation wie eben. Wo Weiß halt besser steht, weil er die Mitte schon für sich erobert hat und Schwarz eigentlich jetzt nur sich passiv hinten reinstellen kann. Also wollen wir nicht machen. Diese ganzen leicht passiven Züge wie Bau nach H6, Läufer nach E7 oder Bau nach D6 machen da nicht genug Druck und Weiß kann das kontern, indem er das Zentrum besetzt mit Bau nach D4. Daher kommen wir zu besseren Zügen, wie Läufer nach C5. Das behält nämlich den Punkt D4 im Blick. Oder Springer nach F6. Es wird jetzt ein bisschen kompliziert, Chat. Ich versuche euch die Unterschiede zu erklären zwischen Läufer nach C5 und Springer nach F6. Und das kann ein bisschen viel Information werden. Meine Empfehlung, bevor ihr das hier alles digesten müsst, wäre wahrscheinlich für fortgeschrittene Anfänger Läufer nach C5 zu spielen und für noch fortgeschrittenere Springer nach F6, wobei es da kein wirklich richtig oder falsch gibt. Ich habe in letzter Zeit häufiger Springer nach F6 gespielt, habe aber auch in meiner Schachkarriere sehr, sehr viel Läufer nach C5 gespielt. Frage von Lador hier, ist E4, E5, Springer F3, D6, Läufer C4 auch italienisch? Nee, nach D6, das wäre Philidor. Philidor hat wieder denselben Nachteil wie die Varianten, die ich eben besprochen habe, dass nicht wirklich ums Zentrum kämpft und Weiß hier Bauer nach D4 spielen sollte, wonach er gleich Vorteil hat. Aber nee, nach Bauer nach D6
wären wir nicht mehr im Italienisch. Also, Springer nach C6, Läufer nach C4. Und kommen wir jetzt zu Vor- und Nachteilen von Läufer nach C5 und Springer nach F6. Läufer nach C5 hat den Nachteil, dass dieser Läufer attackiert werden kann von den weißen Bauern in mehreren Versionen. Zum einen könnte Weiß den Bauern hier nach C3 stellen und dann Bauer nach D4 folgen lassen, unseren Läufer angreifen und gleichzeitig das Zentrum besetzen, was sehr, sehr logisch ist und sofort zu einem Schlagabtausch in der Mitte führen würde, auf den Schwarz eingestellt sein müsste. Also mit Weiß, Bau nach C3, absolut logischer Zug. Über den nächsten Zug können wir streiten dann, aber in dieser Stellung absolut logischer Zug, der sich alle Optionen offen hält. Vielen Dank für die Subs hier, weil ich meinen Vortrag halte. Danke ich nicht jedem sofort namentlich, aber ich sehe sie alle und weiß das sehr, sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Nach Bauer nach C3 muss Schwarz halt jetzt echt schon aufpassen, nicht gleich überrollt zu werden in der Mitte. Wenn man hier irgendwas Passives spielt, zum Beispiel, keine Ahnung, Bauer nach D6, Bauer nach D4, was wäre logisch, in Anführungszeichen, wir schlagen, Läufer nach B6, Springer nach C3, hat Weiß eigentlich schon die Traumstellung erreicht, die man häufig so in der Eröffnung erreichen will. Wir haben das Bauernzentrum, die Bauern auf E4 und D4, unterstützt von den Springern. Unser Läufer steht draußen. Wir rochieren als nächstes kurz, dann ziehen wir den Läufer raus, fesseln vielleicht hier noch einen Springer und es kann sehr schnell sehr böse enden für Schwarz zum Beispiel. Relativ typische Partie wäre vielleicht sowas. Rochade, Läufer nach G5. Kein guter Zug, ich will es nur illustrieren. Läufer nach D7, Springer nach D5 und die schwarze Stellung bricht hier schon auseinander. Noch besser, statt Läufer nach G5, nur dass mir nicht jemand sagt, da hätte aber Läufer G4 gehen können. Wäre es wahrscheinlich hier erstmal Bauer nach H3 zu spielen, das Feld zu kontrollieren und dann auf diese Fesselung zu setzen. Zack, zack. Also die schwarze Stellung kann hier schnell unangenehm werden, wenn man nicht gut aufpasst. Das Gute aus schwarzer Sicht ist, man kann gut aufpassen, die Varianten werden dann aber relativ schnell, relativ kompliziert und darauf muss man mit Läufer C5 gefasst sein. Zu den Varianten kommen wir gleich noch mehr im Detail. Also zum Beispiel Springer nach F6, Bauer nach D4, der Bauer wird geschlagen und jetzt hat Weiß die Wahl zwischen Bauer nach E5, hier zurückschlagen oder der kurzen Rochade. Alles mit komplizierten Sachen. Ich glaube, Bauer nach E5 hatten wir im Finale zwischen Johnny und Ronny Berger, wo Ronny Berger hier den korrekten Zug spielte, Bauer nach D5, Gegenangriff auf den Läufer, Läufer nach B5 und Springer nach E4 dann nicht spielte, sondern Springer nach D7. Springer E4 wäre der beste Zug gewesen und Leben geht weiter. Aber ihr seht, es wird hier sehr schnell sehr kompliziert. Weitere Johnny-Partien aus Zugzwang, glaube ich, wären hier kurze Rochade. Ich glaube, das empfiehlt Big Greek in einem Video, der sogenannte italienische Killerangriff. Das ist objektiv keine gute Variante. Nach Springer schlägt E4, C schlägt D, Bauer nach D5 steht Schwarz besser. Aber ihr seht schon, das hier wird schnell sehr, sehr konkret und sehr, sehr verwirrend. Und man ist hier ziemlich viel auf Zug für Zug Knowledge angewiesen. Auch C schlägt D4, was den Läufer angreift. Dann müsste Schwarz auch wissen, wie er reagiert. Mit Läufer B4 Schach nämlich hier jetzt schnell ausnutzen, dass der Bauer noch ungedeckt ist. Das kann schnell chaotisch werden. Und deshalb auf so leicht fortgeschrittenem Niveau muss man entweder hier schon drauf eingestellt sein oder man muss sich sagen, nee, nix für mich, ich ziehe erstmal den Springer raus. Da kommen wir gleich zu Vor- und Nachteilen. Eine weitere Möglichkeit nach Läufer C5 ist das sogenannte Evans Gambit. Für Leute, die gerne frühen Bauern opfern, das ist eines der besseren Gambits. Ich habe hier mal eine Partie gegen Niklas verloren, wo Niklas sehr, sehr gut vorbereitet war, meine veröffentlichten Analysen kannte und mich weggehauen hat. Starke Partie von Niklas. Objektiv nichts, was zu weißem Vorteil führt, aber eine Variante, die durchaus trickreich ist
und die man halt auch mit Läufer nach C5 zulässt. Es geht weiter mit Läufer, schlägt den Bauern, Bauer nach C3. Und der Grund für dieses Bauernopfer ist einfach, dass Weiß jetzt Zeit gewonnen hat, den Bauern nach C3 zu stellen, den Läufer hier anzugreifen und damit die Mitte zu besetzen. Das wird schnell sehr kompliziert. Und auch hier muss Schwarz drauf vorbereitet sein. Also, ihr seht schon, dass Schach sehr, sehr schnell, sehr, sehr konkret werden kann. Außerhalb der alten Weisheiten, so Figuren rausbringen, kurze Rochade, König sichern und um die Mitte kämpfen. Dieses um die Mitte kämpfen ist halt auf leicht advancedem Level gleich ziemlich, ziemlich tricky. Nachläufer C5 hat Weiß aber auch die Möglichkeit, die auch nach Springer F6 hat und die auf Top-Niveau, weil man da weiß, dass diese direkten Sachen mit abschrecken, diese Variante ist interessant, dass diese direkten Sachen nicht so viel bringen. Beliebter ist, wird auf Top-Niveau meistens was gespielt, wie erstmal Bauer nach D3, ich stelle mich so hin, stelle auch meinen Bauern hier hin, um Potenzial später Druck machen zu können und spiele dann kurz Rochade, Bauer nach H3, Turm nach E1, Springer hier rüber und es wird manövriert. So, ich sehe ein paar Fragen. Ich war ja noch wollte ich gar nicht so auf Varianten eingehen, sondern erstmal euch den Unterschied zeigen, worauf man gefasst sein muss, wenn man hier Läufer nach C5 spielt. Wer gefragt, ob man das Evans-Gambit auch ablehnen kann, das kann man machen nach Bauer nach B4. Man kann mit dem Läufer hier hingehen. Das ist kein besonders schlechter Zug. Besser ist zu schlagen, aber man kann sich auch mit dem Läufer zurückziehen. Das Problem ist halt, ich wollte das hier eine Stunde lang machen, dass ich alleine über das Evans-Gambit oder auch über Bauer nach C3 und Bauer nach D4 viele Stunden im Detail reden könnte. Das würde das Format hier ein bisschen sprengen. Aber ich will euch erstmal einen Überblick geben, was die Möglichkeiten sind, mit denen man so rechnen muss. Weiß könnte hier natürlich auch rochieren, aber das würde in der Praxis meistens dazu führen, dass Springer F6, Bauer nach D3, dass man wieder eine dieser ruhigeren Stellungen spielt. Grundsätzlich, also nach Läufer nach C5. Nachteile, es kann hier gleich scharfe Varianten geben, wenn Weiß versucht, das Zentrum zu besetzen mit Bauer nach C3 und Bauer nach D4, worauf wir vorbereitet sein müssen. Es geht gleich in den Infight und es wird sofort kompliziert. Weiterer Nachteil, wenn auch kein so schlimmer, es erlaubt das Evans Gambit, Bauer nach B4, Weiß opfert einen Bauern, um seine Entwicklung zu beschleunigen. Neutral, Weiß kann auch hier die ruhigen Sachen spielen, wie Bauer nach D3, gefolgt von entweder Bauer nach C3 oder Springer nach C3 und kurze Rochade. Das kann er in vielen Zugfolgen machen, auch Bauer nach C3 und Bauer nach D3 zum Beispiel. Also die ruhigen Sachen gehen sowohl gegen Springer F6 als auch gegen Läufer nach C5. Ein letzter Nachteil, der nicht so gravierend ist, aber den wir trotzdem erwähnen sollten, Läufer nach C5. Legt natürlich den Läufer schon fest auf das Feld C5. Das ist das beste Feld, das ist auch nicht so schlimm. Aber wenn man mit Springer F6 anfängt, dann hat man die Möglichkeit nach zum Beispiel Bauer nach D3. Gibt auch hier andere Züge, dazu kommen wir gleich. Den Läufer auf ein anderes Feld zu stellen. Hier könnte man zum Beispiel Läufer nach E7 spielen. Hier ist es nicht so schlecht wie zuvor, weil Weiß sich schon auf Bauer nach D3 festgelegt hat, daher nicht gleich das Zentrum öffnen kann. Der beste Zug meiner Meinung nach ist trotzdem Läufer nach C5, aber wenn man mit Springer F6 anfängt, hat man die Möglichkeiten, den Läufer hier hinzustellen oder jetzt all die Züge, die wo ich vor einem Zug noch gesagt habe, dass sie nicht gut sind, den Läufer auch zu fianchettieren, indem man H6 spielt, G6 und den Läufer hier hinstellt, nachdem sich Weiß, wie gesagt, Aufbau nach D3 schon festgelegt hat, um nicht zu früh das Zentrum zu öffnen zu kriegen. Also das sind leichte Nachteile von Läufer nach C5. Chat, habt ihr das soweit verstanden? Gibt es Fragen? Nicht so sehr zu den einzelnen Varianten, aber zu worauf man gefasst sein muss bei Läufer nach C5?
Thorsten sagt, wieso bei 4 Enketier? Schön gesagt. Das kann ich noch kurz erklären. 4 Enketto heißt. Ich schreibe es mal im Chat, schweres Wort. Heißt Flanke, wie wir von Nils Bohmhoff gelernt haben. Und das bedeutet in Schachlingo, diesen Bauern einen vorzuziehen und den Läufer dann hier hinzustellen, um so die Flanke vor dem König zu decken. Wenn man sofort Bau nach G6 spielen würde, ist jetzt ein Detail, aber weil die Frage kam, dann wäre Springer nach G5 in dieser Situation sehr, sehr unangenehm. Deshalb, wenn man das unbedingt spielen möchte, muss man erst Bau nach H6 spielen hier, um Springer nach G5 zu verändern. Das ist aber ein bisschen random und nicht, was ich will, dass ihr euch das unbedingt merkt. Ist nicht wirklich klausurrelevant. Egal, ihr sagt, wie gut sind auf hohem Niveau die C3, D4 Varianten? Es sind ernstzunehmende Varianten, also insbesondere Bau nach C3, Springer F6, Bau nach D4 schlägt und Bau nach E5. Das ist auf hohem Niveau eine ernstzunehmende Variante. Kurze Rochade und C schlägt D4 sind auf hohem Niveau nicht ernst zu nehmen. Wobei C schlägt D4 eine Remis-Variante ist, die kann auf höherem Niveau lästig sein, weil es schwer ist, hiergegen mit Schwarz auf Gewinn zu spielen. Das ist was ich häufig in der Bundesliga zum Beispiel vorgesetzt kriege, wenn ich gegen jemanden mit 2400 oder so spiele. Die versuchen dann diese Variante zu spielen. Auch nicht klausurrelevant, nur zum Thema, wo eine Zugwiederholung drin ist, was ja häufig nicht im schwarzen Sinne ist. Aber objektiv ist die Variante nicht gefährlich. Auch wenn es hier noch wahnsinnig viel zu erzählen gäbe, über Springer nach C3, Springer nach D2. Das sind alles große Komplexe. Trotzdem, Bau nach E5 ist hier der kritische Zug, auch auf hohem Niveau interessant. Alles andere ist auf hohem Niveau nicht so relevant. Es geht noch nicht so sehr um die einzelnen Varianten. Es geht erstmal um die Unterschiede zwischen Springer F6 und Läufer nach C5, um einen Überblick zu kriegen. Danach können wir noch ein bisschen in die Lines gehen. Kommen wir jetzt zu Springer nach F6. Ich hoffe, nach Läufer C5 ist hängen geblieben die Vor- und Nachteile. Kommen wir jetzt zu Springer F6. Erstmal, wie ich finde, ein logischerer Zug als Läufer nach C5. Beim Läufer weiß man ja noch nicht ganz sicher, ob er in jeder Variante nach C5 soll. Dieser Springer soll in jeder Variante nach F6. Er greift auch sofort den Bauern an, was nützlich ist. Und behält uns sonst viele Möglichkeiten offen. Aber es gibt auch hier ein, zwei Nachteile, die wir gegenüber Läufer nach C5 abwägen müssen. Der Hauptnachteil aus schwarzer Sicht ist was, Chat? Ich will keine komischen Eröffnungsnamen. Ich weiß nicht, was preußisch bedeutet. Sagt mir Züge. Bau nach D4 wird genannt. Ja, kann man drüber schreiben. Bau nach D4 ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Zug hier. Eine Variante, um die man sich kümmern muss. Die, vor der ich mehr Angst hätte, tatsächlich. Also ich habe keine Angst davor, aber vor der ich mehr Angst hätte, wenn ich mir das neu angucken würde, ist Springer nach G5. Springer nach G5, meistens Quatsch, sieht man häufig in so Zugzwang-Level-Turnieren, nachdem Schwarz schon rochiert hat und es nichts droht. Aber in dieser Situation tatsächlich ein ernstzunehmender Zug. Der Springer und der Läufer greifen gemeinsam den Bauern auf F7 an und es gibt keinen leichten Weg, den Bauern zu verteidigen. Also hierauf muss man gut vorbereitet sein und ich denke, dass der Zug der Hauptgrund ist für Leute, wenn sie mit Läufer nach C5 anfangen und nicht mit Springer nach F6. Weil nach Läufer C5 hat man den ganzen Ärger nicht. Im Moment funktioniert kein Springer G5, weil wir ihn schlagen würden, logischerweise mit der Dame. Und wenn es im nächsten Zug käme, keine Ahnung, irgendein Zug, Springer F6, Springer G5, können wir jetzt einfach kurz rochieren und damit dieses Problem elegant lösen. Also wir kommen gleich dazu, wie man sich dagegen verteidigt. Erstmal sind wir noch bei den,
Bei der Liste der Vor- und Nachteile, es geht sofort weiter mit Springer nach G5. Weiterer Nachteil, in Anführungszeichen, boah, ist kein Nachteil, aber eine Variante, auf die wir gefasst sein müssen, ist hier Bauer nach D4. Das war in der anderen Stelle auch nicht so gut, weil da der Läufer auf C5 hier schon gleich hätte reinschlagen können. Das ist eine Variante, die existiert, die uns aber nicht so viel Angst machen muss. Chat, was hier der richtige Zug? Was meint ihr? E schlägt D4. Ist korrekt. Auch hier muss man gleich wieder in den Infight in der Mitte. Ich meine, war es auch in einer von Johnnys Partien, dass wir hier Bauer nach D6 gespielt haben. Johnny hat hier bei Just Chessing diese ganzen italienisch, wie nennt man das? Das sind nicht mal unbedingt Cheese, aber diese italienisch aggressiven Varianten gespielt. Da kam einmal auch Bauer nach D6. Das ist meistens ein Zugeständnis und hier könnte Weiß einfach in Anführungszeichen jetzt das Zentrum besetzen mit Springer C3, hätte Vorteil. Ich weiß nicht mehr, wie es in der Partie war. Ich glaube, direkt da mit D schlägt E5. Wandinski sagt, da sind wir ja direkt im Schotten. Ne, also der Zug D4 kennzeichnet auch schottisch. Aber schottisch ist das hier nicht mit dem Läufer auf C4, wenn wir bei Eröffnungsnamen sind. Schottisch nennt sich nur Bauer nach D4 im dritten Zug, weil Läufer noch hinten drin ist. Also nach Springer F6, Bauer nach D4 existiert, ist aber nicht so furchteinflößend. Auch hier gibt es viele Theorievarianten nach E schlägt D, kurze Rochade oder Bauer nach E5, die aber aus meiner Wahrnehmung weniger gefährlich sind als die mit Läufer nach C5, wo dann Bauer nach D3 und Bauer nach D4 kommen. Ansonsten der häufigste Zug und der auf Top-Niveau der Hauptzug ist auch hier wieder Bauer nach D3. Aber was machen wir dann? Schottisches Gambit, ja, das unterschreibe ich. Jetzt Läufer raus, genau, also hier haben wir die Wahl zwischen den drei Zügen, die ich vorhin gesagt habe. Der beste und logischste Zug aus meiner Sicht ist jetzt Läufer raus, das ist das aktivste Feld. Und wir sind wieder in diesen ruhigen Varianten, die wir uns gleich am Ende noch ein bisschen angucken, was da die typischen Pläne sind. Aber da hätte Schwarz erstmal keine spezifischen Sorgen, zieht den Läufer raus und hat dann den üblichen Plan. In irgendeiner Reihenfolge, kurze Rochade, Bau nach D6, vielleicht Bau nach H6. Vielleicht den Bauern ein oder zwei vorziehen, dem Läufer hier Platz machen, dann vielleicht den Springer rüberbringen. Naja, hier gibt es viel zu erzählen zu den Stellungen. Aber das ist sehr strategischer Natur, da passiert uns am Anfang erstmal nichts Schlimmes. Die große Frage, aber wenn man sich überlegt, fange ich mit Läufer nach C5 oder mit Springer nach F6 an und studiere eins der beiden ein, ist, sind wir bereit für Springer nach G5? Was objektiv nicht so schlimm ist, ihr seht, Balken sagt Ausgleich, aber man muss hier wissen, was man tut. Chat, wie können wir das parieren, diesen Angriff auf den Bauern? Bauer nach D5, sehr gut, Chat. Engine Liner ist nach Springer F5, Springer E4, Quatsch. Nach Springer G5 meinst du? Springer schlägt E4, das sieht aus wie Quatsch. Ja. Aber es stellt eine Falle immerhin. Also können wir kurz erwähnen. Ist Quatsch. Aber interessant, wenn jetzt geschlagen werden würde, das ist ein Trick, den wir schon kennen, Bauer nach D5, kennen wir von gestern noch, wäre bei Schwarz alles in Ordnung. Aber nach Läufer schlägt F7, König E7 und Bauer nach D4 funktioniert es nicht. Trotzdem, ja, ist ein Trick, den man vielleicht für eine Partie auf nicht so hohem Niveau probieren könnte. Ist auf jeden Fall cute. Andere Tricks, die es hier gibt, ist Läufer nach C5, das sogenannte Traxler-Gegengambit, ist es, glaube ich. Was auch nicht funktioniert, aber auch immerhin unterhaltsam ist. Die Idee ist, wenn der Springer jetzt hier schlägt, was ja logisch wäre, Gabel auf Dame und Turm,
Was machen wir dann? Respetra, sei es die Grundidee von Italienisch, eventuell die Bauern mittelfristig am Königshügel hochzuziehen. Ne, ist es nicht. Aber ich tu mir, in Hamburg sagt, ich tu, sagt man, ich tu mir, Chat, bevor wir wieder Korrekturen kommen. Bisschen schwer mit Grundideen, wenn ihr bisher zugeguckt habt, wer gesehen, dass wir schon 50 vollkommen unterschiedliche Stellungen auf dem Brett haben, ist halt ein sehr konkretes Spiel. Aber die Bauern zu pushen am Königsflügel ist tatsächlich fast nie die Grundidee, weil da die beiden Könige landen. Also nach Speicher F7, Chat hat recht, kommt Läufer steht F2 mit großen Komplikationen. Ich weiß nicht, wie der letzte Stand der Forschung ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es objektiv sogar inzwischen unentschieden enden sollte hier nach König F1 oder nach König schlägt F2, Springer schlägt E4. Das Problem ist aber, bevor wir uns zu sehr verlieren in diesen Varianten, dass sie einfach nicht funktionieren für Schwarz, weil Weiß den Bauern hier mit dem Läufer schlagen kann. Läufer steht F7, König geht in die Mitte und der Läufer geht zurück nach C4 oder B3 und Schwarz hat einfach sehr, sehr wenig vorzuzeigen für sein Investment, hat einfach einen Bauern weniger mit schlechter Stellung. Also hier könnt ihr gerne noch weiter forschen, Chat, aber ich habe recht. Deshalb ist Traxler keine wirklich spielbare Variante auf hohem Niveau. Ihr könnt es im Hinterkopf behalten, wenn ihr so eine Überraschungswaffe haben wollt oder wenn ihr einfach ein paar lustige Stellungen euch angucken wollt. Objektiv funktioniert es nicht ganz. Wie gesagt, ich bin sicher, dazu gibt es viele Videos, weil die Stellungen auch sehr, sehr kompliziert sind. Aber die einfachste Widerlegung halt, wenn man sich nicht den ganzen Springer F7 Kram reinziehen will, ist Läufer F7 zu spielen. König nach E7 und jetzt mit dem Läufer zurück. Und Schwarz halt einfach nicht annähernd genug Kompensation. The Juvenile sah wieso nicht mit Knight auf F7 haben wir gerade gecovert. Aber vielleicht mal den noch in dieser Stellung, warum nicht Knight auf F7, dann käme Dame nach H4 mit Gegenangriff, das wäre auch nicht so gut. Also gegen den ganzen Cheese funktioniert immer Läufer schlägt F7. Daher müssen wir, wie Chat schon richtig gesagt hat, hier Bauer nach D5 spielen. Und in der Mitte gegenhalten. Einfach die Verbindung vom Läufer zu diesem Bauern unterbrechen. Hier, es gibt wie üblich Fürsprecher des Traxlers. Wie gesagt, es ist unterhaltsam, spielt es gerne. Ich sage euch hier nur, dass es objektiv nicht funktioniert, weil Läufer steht F7 zu sehr, sehr klarem weißen Vorteil führt. Dann die Diskussion führen. Auf meinem Niveau funktioniert es aber, kann man über jede Eröffnung jederzeit führen. Meistens, wenn man sich etwas besser angeguckt hat als der Gegner, die Gegnerin, kann es funktionieren. Aber ich versuche euch ja zu sagen, was gut ist und was nicht. Danach die Wahl, was man spielt, kann man immer noch haben. Genosse Darklord, ich will mich nicht so sehr am Traxler aufhängen. Sprecher F7, Läufer steht F2. Kann sein, dass es auch gut ist für Weiß. Das, wie gesagt, bin ich nicht ganz so im Thema drin. Ich glaube, dass hier es sein kann, dass Schwarz sich rettet nach König F1 oder König schlägt F2. Die Idee ist König schlägt F2, Springer schlägt E4 und die Dame kommt raus. Und es wird gleich sehr, sehr kompliziert. Aber weil Traxler halt aus meiner Sicht einfach schlecht ist nach Läufer steht F7, macht es für mich wenig Sinn, damit zu viel Zeit zu verbringen. Der richtige Zug ist Bauer nach D5. E schlägt D5, einzig vernünftiger Zug für Weiß. Manchmal sieht man hier Weiß schon in Panik geraten. Relativ selten, aber manchmal kommt es vor. Irgendwie quatscht man, wie Läufer schlägt D5. Aber das funktioniert alles nicht, weil die Dame immer den Blick hat hier Richtung Springer. Und hier würde Schwarz schon sofort deutlich, deutlich im Vorteil sein. Das Problem, was Schwarz hat, ist nach E schlägt D5 hier jetzt die besten Varianten zu finden oder sich zu orientieren.
Denn der naheliegendste Zug hier ist nicht der beste Zug. Und die Entscheidung, davon reden wir ja eigentlich immer noch hauptsächlich, ob man drittens Springer F6 spielt oder drittens Läufer nach C5, hängt sehr davon ab, wie komfortabel man mit diesen Stellungen ist. Chat sagt, Springer nach A5, das ist korrekt, das ist der Hauptzug. Wir können erstmal ganz kurz besprechen, der logische Zug, Chat, wäre ja Springer schlicht D5. Ne? Wir nehmen den Bauern zurück, der ist verteidigt von der Dame und die Dame kriegt gleich auch den Blick Richtung Springer auf G5. Aber das ist hier sehr riskant und das ist auch, was Weißspieler so auf mittlerem Niveau, die Variante angeguckt haben, die spekulieren eigentlich immer darauf, diese Stellung zu kriegen. Die meisten Weißspieler auf mittlerem Niveau machen hier nicht den besten Zug, bauen nach D4, von der Schwarz objektive Probleme hat, sondern sie spielen Springer schlicht F7, was unterhaltsamer ist. Aber auch diese Stellung würde ich mit Schwarz nicht unbedingt anstreben wollen. Also König schlicht F7, Dame F3 Schach mit Doppelangriff auf die beiden ist die Idee. Und das Spiel wird sehr, sehr kompliziert. Der König muss jetzt raus, um hier den Springer zu verteidigen. Und es wird gleich ziemlich komplex. König nach E6, Springer nach C3, Springer nach B4. Und objektiv kann man drüber streiten, ob Schwarz das hier am Ende überlebt. Ich glaube, moderne Engines sagen auch, dass Weiß hier Vorteil hat. Aber es ist nichts, was ich empfehlen würde. Und ein weiteres Problem ist halt, dass hier Bau nach D4 noch stärker ist. Die Idee ist einfach kurz Rochade und Schwarz ist nicht rechtzeitig, um hier alle Drohungen zu parieren. Deshalb Springer schlicht D5 ein Fehler und man muss hier einen anderen Zug machen. Chat, Springer nach A5, habt ihr schon erwähnt. Sieht komisch aus, man gibt den Bauern, stellt den Springer an den Rand, aber wie das alte Schach, so ein konkretes Spiel, auch Weiß hat komische Züge gemacht. Er hat mit diesem Springer zweimal gezogen, statt irgendwie die Entwicklung voranzutreiben und wird damit Zeit verlieren, wenn der Springer später durch die Gegend gejagt wird. Das heißt, Schwarz kann hier zum Gegenangriff übergehen. Falls euch aber Springer nach A5 zu wehr ist, gibt es in dieser Stellung auch vernünftige Alternativen. Es gibt hier zwei gute Züge neben Springer nach A5, die, wie gesagt, nicht Springer schlicht D5 sind. Chat. Welche sind das? Läufer nach G4 wird genannt, das funktioniert glaube ich nicht. Ich glaube dann Bau nach F3 und es ist zu viel Kram angegriffen. Vielleicht geht auch Springer schlicht F7, bin ich sicher. Ah ne, Läufer G4 funktioniert glaube ich nicht. Und ja, ich sehe auch schon die richtigen. Bau nach H6 funktioniert auch nicht. Warum funktioniert Bau nach H6 nicht, Chat? Springer F7 ist korrekt. Der Springer gibt sein Leben, aber zieht den schwarzen König in diesen Abzugsangriff. Und ja, Schwarz hat zwei Bauern weniger. König steht im Schach, läuft da draußen rum. Kann man nicht machen. Also die Antworten, die ich hören wollte, waren Springer nach D4 und Bauer nach B5. Auch diese beiden Züge funktionieren einigermaßen. Man könnte jetzt darüber streiten, wie sehr sie funktionieren. Aber gerade so auf mittlerem Niveau ist gleich der Schockeffekt vom Bau nach B5 relativ hoch. Ich habe im Chat schon gelesen, Bau nach B5 der beste Zug ist Läufer nach F1, was korrekt ist. Aber das muss Weiß erstmal finden. Und ich mag Bau nach B5 ästhetisch. Ich glaube auch nicht, dass nach Läufer nach F1 die Lage so klar ist. Also ihr braucht, you're gonna need a bigger engine. Aber hier der erste Reflex wäre halt, den wegzunehmen. Läufer schlägt B5 und dann nach Dame schlägt D5 steht Schwarz schon ganz okay ist. Elausor hat gerade eingeklinkt, das ist dieses Elden Ring, genau. Wir diskutieren, wie man hier den zweiten von sieben Bossen, die italienische Öffnung, kontern kann. Oder wie man sie spielen kann.
Also das hier wäre gut für Schwarz. Was kommt nach Läufer B3, wird gefragt. Chat, könnt ihr es beantworten? Was kommt nach Läufer B3? A5 nicht. Der Springer ist angegriffen. Der wird weggenommen. Springer D4 lasse ich gelten. Springer A5 wäre auch okay, wenn ihr das meintet. Aber Springer hat D4 besser. Richtung Mitte. Und jetzt schnappen wir uns den Läufer. Und dann irgendwann wird es sich für Weiß rächen, dass er so viel Zeit hier verloren hat. Sie hätte Schwarz schon Vorteil. Julie Pusa, Puba, schaffst du ja selbst die Basics kompliziert. Ja, ist echt so. Also, ich könnte es natürlich dieses Video reduzieren auf wir ziehen die Figuren raus, decken das Zentrum, machen kurz auch gerade und so weiter und so fort. Aber ich dachte, ich versuche euch hier gleich mal die harten Sachen zu zeigen. Das Gute ist, Großteil hiervon kann man auf jeden Fall aus weißer Sicht ignorieren, wenn man da keinen Bock drauf hat. Und aus schwarzer Sicht reden wir ja eher darüber, die Entscheidung zwischen Läufer nach C5 und Springer nach F6 zu treffen. Bei Springer nach F6 muss man halt auf dieses Springer nach G5 eingestellt sein. Wenn man das aber ist, dann sind diese Stellungen eher für Weiß gefährlich, weil Schwarz hier Angriff und Initiative kriegt. Also auch die Hauptvariante zum Beispiel, Springer nach A5, das machen wir jetzt kurz, der Beste zu das Läufer nach B5, Schach weicht hier aus. Schwarz stellt den Bauern dazwischen, Bauer nach C6, B schlägt C, B schlägt C und der Läufer geht irgendwo hin, nach D3 oder nach E2. Sagen wir Läufer nach E2, ist leichter für Schwarz zu spielen. Es sieht erstmal scary aus, wir haben einen Bauern weniger und wir haben diesen Springer am Rand. Aber wir haben die Zentrumskontrolle und wir werden uns schneller entwickeln. Und diese Stellungen können sehr, sehr schnell schief gehen für Weiß. Also in der Praxis, ich würde sowas mit Weiß nicht spielen sollen. Nach Bauer nach H6 zum Beispiel, hier gibt es Springer nach H3. Da macht man nicht gerne einen Springer am Rand. Hat Fischer ein, zwei Mal gespielt, ich weiß nicht, was für Ergebnissen, aber objektiv auch sehr, sehr wackelig für Weiß. Und Springer nach F3, wird der Springer halt weiter durch die Gegend gejagt. Bau nach E4, Springer E5, er zum Beispiel läuft nach C5. Und Schwarz hat sehr, sehr gute Kompensation. Angriff für den geopferten Bauern. Über diese Stellung könnte man noch viel, viel mehr erzählen. Das habe ich auch getan, zum Beispiel in meinem Chessable-Kurs. Hier laufen nach D3, Dame F3 und so weiter und so fort. Nur, dass ihr ein Gefühl kriegt für die Stellungen, die entstehen können. Grundsätzlich, worauf ich hinaus will, eigentlich im Rahmen dieses Vortrags hier ist, wenn wir Italienisch spielen, gute Eröffnung, oder unser Gegner spielt Italienisch, wir spielen Springer F6, da müssen wir auf diesen Angriff hier vorbereitet sein. Wenn wir das sind, ist es nicht besonders schlimm, aber hier braucht man wenigstens für einen Moment konkretes Wissen. Also Überraschungswaffe, meine Empfehlung, wenn man sich das merken will, wäre D5, E schlägt D, Bau nach B5. Was lustig ist, die meisten aus dem Buch bringen Wert und selbst die, die noch im Buch sind hier und laufen nach F1 spielen, dann Dame schlägt D5 oder Springer nach D4. Wird ein komplizierter Kampf, wo Schwarz nicht so schlecht steht, wie die Engine auf dem ersten Blick sagt. Sven sagt, kannst du kurz auf Dame F3 eingehen? Nee, in diesem Rahmen nicht wirklich. Ich kann es ganz, ganz kurz machen. Aber wir sind hier echt schon ein bisschen zu tief, um spezifische Züge zu diskutieren. Dame nach F3 ist ein Versuch, den Läufer nicht wegzuziehen, sondern Gegenangriff zu machen auf diesen Bauern. Objektiv nicht gefährlich. Komischerweise funktioniert jeder halbwegs vernünftige Zug für Schwarz. C schlägt B5 funktioniert, den Turm hier in der Ecke zu opfern. Läufer nach E7, das am einfachsten funktioniert, sagt, schlag doch den Bauern, dann entwickle ich mich super schnell weiter und stehe besser. Bauer nach H6 funktioniert, den Springer anzugreifen. Turm nach B8 funktioniert. Also Dame F3 ist beim Blitzen überraschend häufig gespielt auf allen Niveaus, aber ist eigentlich der ungefährlichste Zug. Läufer nach D3 oder Läufer nach E2 sind hier besser. So, das war eigentlich schon zu viel Zeit über Springer nach G5. Die Gefahr bei Springer F6 ist halt, dass man diese Springer G5 kriegt. Und die Abwägung, die jeder da für sich treffen muss, wenn wir mit Schwarzer spielen wollen, ist, stört mich Springer nach G5 mehr oder stören mich die Varianten, wenn ich mit Läufer nach C5 anfange, mit Bauer nach C3 und Bauer nach D4 mehr. Mein Gefühl ist, dass das hier
erstens gefährlicher ist, objektiv, und zweitens mehr zu lernen ist. Zumal, wenn wir noch Baunach B4 oben drauf packen. So dass ich zu Sprengener F6 tendiere. Ich glaube auch objektiv Sprengener nach G5 ist nicht so gefährlich. Aber das ist die Entscheidung, die man für sich treffen muss, wenn man überlegt, was man gegen Italienisch macht. Chat. Soweit, alles klar. War jetzt wieder viel Information auf einmal. Ich würde hier noch nicht abfragen, die ganzen Varianten, die ich jetzt erwähnt habe, sondern die ganzen Varianten waren eher Kontext dafür, wie man jetzt aus schwarzer Sicht diese Stellung angeht. Aus weißer Sicht muss man sich auf keine dieser ganzen scharfen Geschichten einlassen. Dazu kommen wir gleich, wie man das mit Weiß hier ruhiger spielt, ohne zu viel Chaos und trotzdem die Chancen auf Vorteil sich bewahrt. Keine Fragen. Ich glaube, wir haben Chat überfordert. Ja, bisher war es eher, glaube ich, ein bisschen aus schwarzer Sicht der Vortrag, wie wir uns gegen Direktangriffe hier verteidigen können. Aber aus weißer Sicht, wir haben ja nichts Falsches gemacht. Wir stehen nicht in der Pflicht, direkt unseren Springer hier zum zweiten Mal zu ziehen und anzugreifen. Oder versuchen, die Stellung zu öffnen in der Mitte. Wir können hier auch normal spielen. Wie können wir hier normal spielen? Chat, was schlagt ihr vor? Ich lese viel C3 und D3. Ich lese auch kurze Rochade. Kurze Rochade ist hier nichts. Der Bauer ist schon angegriffen. Also nach kurzer Rochade wird er weggenommen. Das wollen wir in diesem Fall nicht. Insbesondere im Italienisch mit dem Läufer auf C4, wo dann gleich Bauer nach D5 noch den Läufer hittet. Das ist keine gute Idee. Selbiges gilt für Bauer nach C3. Wird der Bauer geschlagen. Kann man nicht machen. Chat, ich weiß nicht, ob ihr gestern aufgepasst habt. Warum nicht Sprenger nach C3? Sieht doch normal aus. Wenn Lomasa im Spanischen spielst du aber auch kurz Rochade. Genau, das habe ich ja noch dazu gesagt. Besonders mit dem Läufer auf C4, wo dann gleich Bauer nach D5 mit Tempo kommt. Sprechstich D4, sehr gut, Chat. Fleißig aufgepasst gestern. Sprechstich E4 und Bauer nach D5. Und Schwarz steht ein bisschen besser. Ist dieselbe Stellung, die man auch über die diversen vier Springerspielvarianten kriegt, wie zum Beispiel diese. Zack. Sogenannte Zugumstellung. Brav, Chat. Deshalb nach Sprenger F6 der einzig gute Zug tatsächlich, wenn man hier eine ruhige Stellung anstrebt. Bauer nach D3. Sprenger nach C3 ist falsch, kurze Rochade ist falsch, Bauer nach C3 ist auch falsch. Bauer nach D3 einfach ganz auf doof. Wir verteidigen den Bauern in der Mitte, der angegriffen ist, und behalten uns sonst alle Optionen offen. Was macht Schwarz jetzt? Haben wir auch schon ganz am Rande hier eben behandelt. Marzipaner sagt, Läufer auf D3 ist nicht gut. Ne, wir haben den Läufer ja extra hier auf ein aktives Feld gezogen. Läufer nach D3 ist erstens nie gut, weil es, also solange der Bauer auf D2 steht, weil es uns es sehr, sehr erschwert, hier weiter die Figuren rauszukriegen. Jetzt können wir den Bauern nicht mehr ziehen, würden den hier einsperren. Und zweitens wollen wir den Läufer nicht gleich am Anfang zweimal ziehen. Der steht schon gut vor da, wo er ist. Also Bauer nach D3, beste und verbreitetste Zug für Schwarz ist Läufer nach C5, haben wir ja schon besprochen. Alternativen wären hier Läufer nach E7 zu spielen, dann kurz rochieren, dann Bauer nach D6, dann Läufer nach E6, so. So Vlesk-Style kann man machen, ist aber ein bisschen passiver. Oder, was ich eben ganz kurz am Rande gesagt habe, Bauer nach H6, dann Bauer nach G6, Läufer nach G7. Ist aber auch nicht so toll. Also Läufer nach C5, schon logisch. Und hier gehen eigentlich jetzt so die Italienisch-Diskussionen los. Auch hier geht es viel um Zugfolgen, wann man was spielt. Aber wir können ja erstmal den allgemeinen
Plan skizzieren. Chat, was ist der weiße Plan? Ich habe ihn vorhin schon mal ganz kurz aufgemalt. Grundsätzlich, wo wollen wir die Figuren hinstellen? Nur hier, das ist eine Stellung, wo wir schon ein bisschen über Grundideen reden können. Grundideen verschwinden halt häufig, wenn es in den Infight geht. So, nach G5 können wir viel über Grundideen labern, bringt es aber nichts. Aber hier können wir schon ein bisschen über Pläne und Manöver reden, weil sie sich häufig wiederholen. Creedefi hat recht. Rochade baut C3 und Springer auf die andere Seite. Das ist in der Tat meistens der Grundplan, wie gesagt, über die, wann man was macht, kann man streiten. Aber Rochade macht man nichts falsch, bringt den König in Sicherheit. Dann will meistens nicht dieser Springer nach C3. Wobei jetzt, nachdem man das Zentrum befestigt hat und die Tricks nicht mehr gehen, das auch kein Fehler wäre. Aber es ist halt nicht so aggressiv, es kämpft nicht so ums Zentrum. Aggressiver ist eher, den Bauern nach C3 zu stellen. Sagen wir, Schwarz spielt D6, logischer Zug. Den Bauern nach C3 zu stellen, damit diese Zentrumsfelder zu kontrollieren. Na, das hier ist ein Zentrumsfeld, das nicht. Und dann den Springer, das sieht auf den ersten Blick ein bisschen passiv aus, aber tatsächlich hier rüberbringen zu wollen, nach D2 und dann am Königsflügel einzusetzen. Der Turm geht aus dem Weg, der Springer geht nach F1 und der Springer geht häufig nach G3, um hier zum Angriff überzugehen. Also typische Zugfolge wäre sowas wie kurze Rochade, Beispiel Bau nach H3. Oder ne, machen wir erst Springer nach D2 von mir aus. Macht man nichts falsch. Hier die einzelnen Züge müsst ihr euch nicht merken, nur so wie das Spiel verlaufen könnte. Schwarz spielt Bau nach A6 oder Bau nach A5. Wie gesagt, Zugfolgen können wir drüber streiten. Weiß kümmert sich häufig noch ein Zug darum, diesen Läufer zu sichern, indem er zum Beispiel Bau nach A4 spielt, damit dieser Läufer ein Rückzugsfeld hat auf A2. Schwarz mal irgendwas, zum Beispiel Bau nach H6. Und Weiß greift zu seinem Plan Turm nach E1. Ob mit oder ohne H3, kann man drüber streiten. Aber jetzt diesen Springer hier rüberbringen zu wollen. Was man häufig auf nicht so hohem Niveau hier sieht, als auch logisch aussieht, und weil man es auch gelernt hat am Anfang, ist, Schwarz macht die Fesselung mit Läufer nach G4. Was, ja, wie wir es gelernt haben, ne? Wir fesseln den Springer, entwickeln den Läufer, und dann gucken wir mal, was passiert. Funktioniert aber in diesen ruhigen Stellungen nicht besonders gut und ist ein wichtiger Grund, warum dieses Bau nach C3 und Springer rüber ein bisschen gemeiner ist, als Springer nach C3 zu spielen. Weiß spielt hier H3, sagt Läufer, mach mal irgendwas. Der Läufer geht weg. Und jetzt kommt unsere Springerwanderung. Nämlich Chat. Was machen wir? Springer F1, korrekt. Schwarz spielt irgendwas, zum Beispiel Dame nach D7. Der Springer geht nach G3 und die schwarze Stellung ist tatsächlich schon extremst unangenehm. Der Springer greift den Läufer hier an und häufig sieht man dann so Partien wie, der Läufer geht entweder weg, wird dann aber gleich hier weitergejagt, Springer nach H4, Dame nach F3, Springer kommt hier an. Oder der Läufer sagt sich jetzt, ah nee, das nervt mich doch, hier schlage ich mal rein, aber dann nach Dame schlägt F3. Hat Weiß schon ziemlich unwiderstehlichen Angriff. Turm nach E8. Der Springer kommt hier an. Ich zeige euch jetzt nur. Natürlich kann Schwarz besser spielen. Wie sowas laufen könnte auf nicht so hohem Niveau. Turm nach D8. Wie gewinnt Weiß? Nebenlösung. Nebenlösig ging auch schon zur vorher. Nur, dass ihr ein paar Ideen seht. Dame nach G3 lasse ich auch gelten, ist stark genug. Springer schlägt H6, auch gut. Alle Züge, die gesagt sind richtig, ehrlich gesagt. Dame nach G3 ist gut, Springer schlägt H6 ist gut. Was ich hören wollte, ist Läufer schlägt H6. Der Bauer schlägt zurück. Und was passiert jetzt? Dame G3 Schach, genau, König geht weg und Schachmann. Das war natürlich sehr kooperativ gespielt aus schwarzer Sicht, aber es würde euch überraschen, wie häufig dieser Plan funktioniert, den
Springer langsam zum Königsflügel zu überführen und dann hier einen Angriff zu starten. Trotzdem habe ich jetzt natürlich mit Schwarz kooperativ gespielt, insbesondere Läufer nach G4 war ein Fehler. Was wären bessere Pläne für Schwarz? Chat, habt ihr Vorschläge? Denn das hier ist eine Stellung, die ganz normal in einer super Großmeisterpartie auf dem Brett stehen könnte, wo man sich jetzt entscheiden kann, darüber, wie man spielen möchte. Bauer nach B5 funktioniert nicht, der wird geschlagen. Läufer E6 à la Vlesk ist immer ein Thema in diesen Stellungen. Ja, kein Fehler. Kannst auch den ich gerne spielen würde, aber ist ein bisschen Geschmackssache tatsächlich, wie man zu diesen Doppelbauern hier in der Mitte steht. Den sogenannten Vlesk-Bauern. Ich mag diese Stellung nicht so, aber es ist, wie gesagt, Geschmackssache. Es gibt viele starke Großmeister, die so spielen. Dann irgendwie so eine Art Stellung, wo dann wieder vor sich hin manövriert wird. Schwarz hat dieses Zentrum, aber langfristig halt diese Schwächen. Und Weiß versucht, später eines Tages auszunutzen, aber im Moment nichts Schlimmes passiert. Läufer nach E6, eine Möglichkeit, wenn wir diese Doppelbauern nicht möchten, wie können wir dann vielleicht Läufer nach E6 vorbereiten? Hier, ja, Smoke Brandon sagt vernünftige Züge. Läufer nach A7. Was ich hören wollte, war Turm B8, aber Läufer nach A7 ist auch nie falsch in dieser Stellung. Einfach mit dem Läufer einmal auszuweichen, allen Nachstellungen. Und dann in Turm nach E8 und Läufer nach E6. Der Grund ist einfach, dass wir jetzt nach Läufer nach E6 auch mit dem Turm zurückschlagen könnten. Also ganz typisch wäre tatsächlich irgendwas wie, kann man sagen, wir bauen nach H3. Erstmal Läufer nach A7, dass er nicht angefeindet werden kann. Springer nach F1. Jetzt Läufer nach E6 schlägt. Und wir schlagen mit dem Turm. Das ist ein bisschen solider, als mit dem Bauern zurückzuschlagen. Und ja, Weiß hat vielleicht minimalen Vorteil, weil er ein bisschen besser das Zentrum kontrolliert als Schwarz. Aber das hier sind Stellungen, wo auf hohem Niveau die Debatten stattfinden würden. Jetzt spielt Schwarz damit D7, den Turm vielleicht rüber, hat vielleicht Turm in die Mitte. Und man kämpft dann um Feinheiten. Anderer typischer Plan in diesen Stellungen. Hier geht es jetzt mir nicht so sehr um Zug für Zug, sondern tatsächlich mehr um Pläne. Wäre anstelle von Turm nach E8 auch zu versuchen, den Springer zu überführen auf den Königsflügel. Springer nach E7. Also im Prinzip ähnlich wie das Manöver, was Weiß macht. Nämlich seinen Springer hier rüber zu bringen, kann auch Schwarz versuchen, seinen Springer hier hinzubringen. Und da hätten wir wieder eine sehr typische Stellung vor. Ja, Weiß vielleicht minimale Vorteile hat, aber der Kampf gerade erst losgeht. Zero Spawn fragt nach Dame nach E7 und Springer nach D8 und dann Läufer nach E6. Naja, es sieht ein bisschen langsam aus. Und auf D8 steht der Springer auch nicht gut, nicht so gut. Kommt D4 in der Zwischenzeit. Nee. Ilitschi fragt, was ist mit Springer E7 und D5 vorbereiten? Das wird normalerweise nicht klappen. Also auch den Drang sehe ich häufig so schnell mit Schwarz hier D5 zu spielen. Wenn Weiß gut spielt oder sich normal hinstellt, klappt das eigentlich so gut wie nie. Schwarz fast nie bereit, die Stellung in der Mitte zu öffnen. Also hier zum Beispiel, ich mache irgendwas, Springer F1, Bauer nach D5, E schlägt D. Und der Bauer fällt und wir kriegen nicht genug Spiel dafür. Also, wenn wir schon, Faustregel ist, wenn wir schon Bauer nach D6 gespielt haben, dann können wir erstmal D5 vergessen in den nächsten 10 Zügen ungefähr. Lexi Dollar sagt, ich sollte zeigen, wie es weitergeht. Ich habe ja eben eine Variante bis zu matt gezeigt, um zu zeigen, wie es weitergehen könnte. Aber natürlich ist es so bei Eröffnungstheorie, dass man irgendwann endet. Und jede Variante bis zu matt zeigen ist ja nicht wirklich möglich. Und ab und zu muss man dann halt selber spielen oder sich noch mehr Meisterpartien zu dem Thema angucken. Wobei die häufig nicht so viel helfen, weil da Schwarz halt gegen wer leisten wird. Aber ich habe eben diese eine Variante versucht zu zeigen. Mit Läufer nach G4, Springer F1, H3. Wie schnell es gehen kann, wenn Schwarz was falsch macht. Ist halt im Rahmen dieser Serie auch schwierig, wenn wir eine Eröffnung in der Stunde angucken. Aber ja, ich verstehe den Wunsch natürlich. So, Chat, wir sind fast bei der Stunde. Ich fasse erstmal kurz zusammen, was wir besprochen haben. Italienisch ist eine gute Eröffnung und mit Läufer nach C4 behält sich Weiß auch noch die Option offen, ob er sehr direkt in den Infight geht
Oder, was wir jetzt am Ende angeguckt haben, halt eine ruhigere, positionellere Partie spielt mit Bauer nach D3, Bauer nach C3, kurze Rochade und dann zum Beispiel dieses Springermanöver. Hier, beide Optionen sind noch da. Leute, die aggressiver drauf sind, für die gibt es haufenweise Gambit-Varianten oder Angriffsvarianten, sowohl auf Läufer nach C5 als auch auf Springer nach F6. Nach Läufer nach C5 wären das insbesondere C3, Springer F6, Bauer nach D4, aber auch das Evans-Gambit Bauer nach B4. Nach Springer F6 wären das entweder Bauer nach D4, E schlägt D und jetzt kurze Rochade oder Bauer nach E5. Über all diese Stellungen könnte ich noch stundenlang reden, wie gesagt, ich würde hier in den Rahmen sprengen. Oder Springer nach G5 gleich den Bauern in Angriff nehmen. Schwarz muss sich entscheiden nach Läufer C4, welche dieser Varianten ihm lästiger sind. Ich persönlich mag Springer nach F6 lieber. Aber wie gesagt, es ist eine knappe Entscheidung. Auf beide Züge kann Weiß die ruhigeren Aufbauten spielen mit Bauer nach D3. Da ist es wichtig, auf Springer nach F6 immer sofort D3 zu spielen, um den Bauern zu verteidigen. Wir hatten hier ein paar Vorschläge, so Bauer nach C3 oder kurze Rochade. Das würde nicht funktionieren, dann würde der Bauer geschlagen. Nach Läufer nach C5 kann man erstmal C3 spielen und dann auf Springer nach F6 D3. Ich denke, das ist auf Top-Niveau. Die häufigste Variante C3 und jetzt D3 und diese Art Stellung anstreben. Diese Art Stellungen sind kompliziert. Weiß hat, wie es häufig bei beiderseits gutem Spiel ist, kleinen Vorteil und hier scheiden sich die Geister auf Top-Niveau an vielen Nuancen. So zum Beispiel rochiere ich erst und lasse damit zu, dass ich hier gefesselt werde, behalte mir aber die Möglichkeit offen, noch D7, D5 in einem Zug zu spielen oder spiele ich Bauer nach D6, sodass, wenn ich hier gefesselt werde, ich diesen Läufer vertreiben kann, ohne dass ich meinen König zu sehr schwäche damit. Andere Entscheidung, die sehr regelmäßig ansteht, ist zum Beispiel Rochade, Rochade, Springer BD2. Spiele ich diesen Bauern nach A6, wie wir es eben kurz angeguckt haben, oder spiele ich ihn nach A5, beides mit der Idee, dem Läufer einen Fluchtort freizuräumen. Bau nach A6 hat den Nachteil, dass es Weiß die Möglichkeit gibt, hier mehr Raum zu nehmen, wenn er es dann möchte. Bau nach A5 hat den Nachteil, dass Weiß in manchen Varianten Zugriff auf dieses Feld kriegt. In letzter Zeit ist Bau nach A5 ein bisschen populärer als Bau nach A6, kann sich aber auch wieder wandeln. Also hier gibt es wahnsinnig viele Feinheiten zu berücksichtigen. Berücksichtigen, die aber unseren Rahmen hier ein bisschen sprengen würden. Grundsätzlich, wenn man hier Springer F6 gespielt hat oder Läufer nach C5, Beispiel D3, wir ziehen den Läufer raus, Schwarz rochiert, wir rochieren zum Beispiel oder spielen D6, sind wir hier, glaube ich, vernünftig aus der Öffnung gekommen. Haben dann als weiteren Plan dieses Bau nach H6, Turm nach E8, Bau nach A5 und dann noch Bau nach E6, Läufer nach E6. Und Leben geht weiter. Egal, wie gesagt, es war G5, ein Zug, den weißen geschlossenen Italiener möchte. Das ist eine riesige Diskussion. Es führt meistens zu schärferem, zweischneidigerem Spiel, in all diesen Varianten Läufer nach G5 zu spielen. Zum einen fesselt es den Springer, was natürlich gut ist. Zum anderen ermutigt es Schwarz auch, hier diesen Läufer durch die Gegend zu jagen. Also hier zum Beispiel mit kurzer Rochade wäre das schon ungünstig für Weiß, weil die Bauern sehr schnell ankommen würden. Aber es ist eine wahnsinnig schwere Entscheidung und führt häufig dazu, das Spiel weiter zu verschärfen. Während Weiß es ganz ruhig haben möchte, er das nicht machen muss oder sollte, sondern hier C3, Springer BD2, H3, Turm E1 den Plan spielt, ohne Läufer G5. Läufer G5 macht das Ganze wilder, ist aber ein Zug, den man mit Schwarz auf dem Zettel haben möchte. Es gibt sogar Leute, die ganz ängstlich sagen in der Stellung hier, ich spiele erstmal H6, weil ich nicht diese Festung möchte. Was natürlich aber dann wiederum den Nachteil hat, dass man auf H6 committed ist. Es gibt hier unglaublich viele Feinheiten, die aber, wie gesagt, den Rahmen für uns ein bisschen sprengen. Darüber erzähle ich viel in, keine Ahnung, all meinen Serien auf Chessable, auf Chess24. Findet ihr bestimmt da weiterführenden Kram. Für unsere Zwecke italienisch eigentlich zu groß, um es so in einer Stunde zu behandeln. Aber das wäre, glaube ich, der erste Überblick. Chat, ich habe noch 5 Minuten. Was wollt ihr wissen? Curious sagt, ich muss nur wissen, wo ich subben kann.
Ja, das hier ist Schachtraining. Dafür würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das mehr davon haben wollt. Wenn ihr rein subbt, kleine Jalistan TV mit einem Sub unterstützt. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr das natürlich mit eurem Twitch verknüpfen. Da ist ein Sub jeden Monat mit drin und damit mehr kostenfrei für euch diesen Kanal unterstützen. Also, subbt gerne rein, folgt dem Kanal. Freue mich über den Support. DeBoeuf, vielen Dank für den Prime Sub. Zero Responsor, wie kannst du das alles merken? Das hier sind tatsächlich, soll nicht als Flex gemeint sein, aber das hier, was wir hier jetzt machen, sind tatsächlich alles absolute Basics für mich. Ich spiele seit über 30 Jahren Schacheröffnungstheorie. Ist vielleicht mein Spezialgebiet. Also soll echt kein Flex sein, aber das sind echt ziemliche Basics. Ich habe mich so viel mit dem ganzen Kram beschäftigt. Insbesondere E4, E5 bin ich tief im Thema. Habe viele auch weiterführende Kurse gemacht. Für Magnus ist natürlich jetzt auch viel angeguckt bei WM-Matches und so weiter. Also das hier sind alles ziemlich Basics. ATC Faust, vielen Dank für den Sub. Aber je spezifischer es wird, desto schwerer ist auch für mich, das alles zu merken. Und am Anfang weiß ich, dass das hier auch eine ziemliche Überflutung an Material ist. Ich glaube, man muss sich auch nicht alles merken. Ich wollte euch erstmal ja nur einen Überblick geben, warum Läufer C4 eine ernstzunehmende Variante ist und in welche Richtung das Spiel gehen kann. Der Vorteil aus weißer Sicht ist ja echt, dass man das Spiel ruhig halten kann, dass man es aber auch scharf halten kann. Und aus schwarzer Sicht muss man auf beide Versuche vorbereitet sein und ja, dann einen Plan gegen haben.